Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal wieder um Gesetze, Verordnungen, wie auch immer, die für die Elektromobilität unterstützen. Und seit nun über 2 Jahren gibt es ja schon die Forderung, dass das Wohneigentumsgesetz geändert werden muss. Dass also das kein Allseitsbeschluss mehr sein darf, wenn man eine Ladestation in eine Tiefgarage einbaut oder einbauen lassen will oder in einer Eigentumswohnanlage halt eben installieren lassen will. Getan hat sich da natürlich jetzt seit 2 Jahren nichts. Gar nichts. Also ja, jetzt wacht man auf, so langsam. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, jetzt ist tatsächlich schon mal auf Länderebene das, was die Länder vorschreiben können, da hat sich jetzt schon was getan. Und da gibt es jetzt seit dem 1. September eben eine Änderung in der Bayerischen Bauordnung. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist. Ich habe es jetzt nur von Bayern mitbekommen. Auf jeden Fall können die Gemeinden und Städte jetzt im kommunalen Baurecht vorschreiben, wenn quasi jetzt ein Neubau passiert, dass also Leerrohre zumindest zu verlegen sind an die Stellplätze. Das ist auf alle Fälle schon mal sehr positiv, und was man jetzt gehört hat, von Seiten der Stadt Nürnberg zum Beispiel, ist, dass man also das auch schon jetzt dann praktizieren wird. Also das heißt, wenn ich jetzt ab dem 1. September dann einen Neubau eben beantragen möchte, dann bekomme ich die Auflage, an jedem Kfz-Stellplatz zumindest schon mal ein Leerrohr hinlegen zu lassen. Das als, bauvorbereitende Maßnahme macht sicherlich Sinn, denn nachträglich dann noch eben irgendwelche Kabel dahin zu legen und so, das kann also dann schon teuer werden, vor allem weil in Eigentumswohnanlagen dann eben Brandschotte dann noch da sind und halt eben Mauern da sein müssen. Und von daher ist es also tatsächlich schon mal zweckgemäß, dass also da vom Sicherungskasten oder vom Zählerkasten Leerrohre hingelegt werden müssen. Was mit der anderen Gesetzgebung ist, ist unbegreiflich, dass das so lange da auf sich warten lässt. Ja, sie haben es jetzt im Koalitionsvertrag drin stehen, dass also man das also machen möchte. Aber ja, wie gesagt, seit 2 Jahren gibt es ja schon das Gesetz. Ich habe damals ja auch schon darüber berichtet gehabt, dass vom Bundesrat eben eingekippt wurde. Ich glaube, federführend war das auch vom bayerischen Staat aus. Aber passiert ist natürlich bis jetzt noch nichts. Ne? Und Trauschau wem, ich denke, da steckt natürlich wieder mal, ich weiß, ich bin da ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber das ist meiner Meinung nach einfach eine Verhinderungspolitik, die da läuft. Ganz klar. Denn das Gesetz ist ja jetzt nur tatsächlich rein für die Elektromobilität da, und also diese Gesetzesänderung wäre nur rein für die Elektromobilität, und man muss dazu sagen, es kostet ja auch dem Gesetzgeber nichts, dieses Gesetz zu machen. Denn, und auch den Wohneigentumsanlagen kostet es nichts. Denn es geht in dem Gesetz tatsächlich darum, dass wer ein Elektroauto eben hat und eben Strom an seinem Stellplatz eben haben möchte, dass derjenige halt das auf eigene Kosten installiert. Also es ist ja schon mal gar kein Eingriff von irgendjemandem in irgendeine Wohneigentumsgemeinschaft,
zu erwarten? Es ist ja, sind ja die Kosten desjenigen, der das auf seinem Stellplatz installieren möchte. Also von daher verstehe ich diese Verhinderungstaktik nicht. Natürlich muss man jetzt auch noch dazu sagen, dass ein Mieter mit einer Änderung im WEG hier jetzt noch nicht klarkommt. Da bilden schon wieder keine die Rettungsgasse, obwohl hier sogar Plakate hängen. Denn ein Mieter hat natürlich laut WEG keinen Anspruch, weil das WEG geht ja nur über die Wohneigentümer, die Eigentumsgemeinschaft und denen die Wohnung gehört der Eigentumsgemeinschaft, aber das Nutzungsrecht, das Sondernutzungsrecht der Wohnung gehört dem Eigentümer. Dass der Mieter da natürlich keine Ansprüche hat und da müsste natürlich dann das Mietrecht im BGB entsprechend geändert werden, weil ansonsten sind die Mieter ja die Gelackmeierten erstmal. Da sind sie halt da natürlich auf gut Dünken vom Eigentümer halt angewiesen. Andererseits kann man jetzt nicht auch einfach das Mietrecht erstmal ändern und dann das WEG, weil das muss man dann zusammen machen. Also wenn Mietrecht geändert wird, muss auch WEG im gleichen Atemzug geändert werden, weil sonst hätte der Mieter ja einen Anspruch gegenüber seinem Vermieter und der Vermieter kann den Anspruch aber nicht durchsetzen, weil die Eigentümergemeinschaft ja dann eventuell dagegen stimmen kann. Also von daher passt das nicht und müsste also dann zeitgleich also eben erfolgen. Und das ist das Einzige, wo man sagt, okay, das wäre jetzt was Neues, was man noch machen könnte. Aber man hätte ja schon vor 2 Jahren längst das WEG erstmal ändern können. Denn ein Vermieter, ich meine, wenn jetzt der Mieter zum Vermieter geht und sagt, ey, pass auf, ich möchte auf meinem Stellplatz eben Strom haben, dass ich mein Auto aufladen kann, was soll da der Vermieter dagegen haben? Ne? Also, man ist ja in seinem Interesse, dass dann der Mieter noch weiterhin bei ihm bleibt und wenn er da keine Möglichkeit dann bekommt, dann kann es natürlich auch sein, dass der Mieter dann geht. Ne? Naja, wie auch immer, ich hoffe, dass diese Gesetzesänderungen jetzt dann doch zeitnah kommen. Wie gesagt, die Bayerische Bauordnung sieht es bereits vor. Schaut vielleicht mal bei euch in euren Bundesländern, wie es da ausschaut, ob es da auch schon solche Änderungen gibt oder beziehungsweise ob es da auch schon in dem Baurecht der Länder auch weiter verankert ist. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.